Hallo Freunde der Spielkultur und willkommen zurück bei Divinity Dragon Commander. Ja, wir wollten glaube ich letztes Mal nur noch auf Runde weiterdrücken, es fällt mir aber gerade noch auf. Ich habe ja noch jede Menge Forschungspunkte, die wir verbrauchen können. Dementsprechend gehen wir mal kurz nochmal hier in die Meisterebene und gucken, dass wir noch irgendwas hier rausholen können. Aha, die Feuersäule ist glaube ich das mit diesen Feuerbällen, die von oben regnen. So, jetzt gehen wir in die Werkstatt rüber, haben ja immer noch relativ viel übrig an Punkten. Da haben wir nochmal Zeit für... Ne, hier haben wir schon alles erforscht, dann gehen wir mal Experte. Für das Reich, lahmlegen. Ah, da ist nur um die herum. Tod von oben. Ach, das ist das. Das ist das mit den Meteoritenschauer. Das hat er die ganze Zeit gegen mich eingesetzt. Dann erforschen wir das noch und dann können wir nämlich in die Brücke gehen, beziehungsweise in die Übersicht wieder. Und dann können wir mal die Runde beenden, weil wir bereiten uns halt darauf vor, die grüne Hauptstadt einzunehmen. Nur die ist sehr hoch in der Fortifikation. Hier greifen wir gerade an, okay. Ich hoffe, das klappt alles so, wie ich mir das vorstelle. Ah, das war klar. Vor allem, er kann hier einfach rüberziehen. Ich dachte, da ist mehr dazwischen. Deshalb greife ich die ganze Zeit schon nicht an. Ach, egal. Da müssen wir die Schlacht überleben. Die Schlacht werden wir automatisch durchspielen. Aber hier müssen wir selbst kämpfen, sonst verlieren wir. So, das interessiert mich nicht. Haben wir Unterstützungskarten? Ja. So, nehmen wir noch einen Zeppelin. Obwohl ich mich gerade frage, der ist wegen den Donnerröhren. Rohren. Ist ja, glaube ich, so stark. Feindliche Hexe erhalten weniger Lebenspunkte. Panzerschiffe hat der nicht. Das bringt mir nichts. Ich habe keine Donnerrohre dabei. Außer ich baue welche gleich. Ah, das wird schwierig. Ich hoffe, wir haben genug Power. Ab in die Schlacht. So. Jetzt müssen wir mal eben nochmal gucken. Fluggeschwindigkeit erhöhen. Ich glaube, da kann ich drauf verzichten. Dann setzen wir Beflügeln hier auf 5. Und dann nehmen wir noch die Feuersäule mit rein. Und wir haben doch eigentlich auch noch... Lassen wir es erstmal so. Schlacht bestimmen, beginnen. Ah, ich bin noch nicht ganz wach. Das Ödland, SP01. Warum kriege ich jetzt so viele Nachrichten? Ich mache mal eben Handy auf still, damit ihr nicht gestört werdet. Bam, bam, bam. Leider muss ich auch mal kurz antworten. So. Jetzt aber wieder back in Action. Hoffen wir, dass wir die Schlacht hinkriegen. Ich bin ja etwas unterlegen. Jedenfalls von den Starttruppen her. Ach, die Region ist das schon wieder. Ha? Na? Lassen wir den Totentanz beginnen. Das Beste für euer Volk. Ein weiser Plan. Das wird auf jeden Fall interessant. Wird im Nu fertiggestellt. Wo ist denn hier der medizinische Notfall? Komm, du gehst daran. Du oberst den hier oben. Bezahlt mich mit Blut. Dahin. Oder sterben. Genau, hoch mit euch. Und der Rest bleibt erstmal hier unten. Noch keinem Patienten. Komm, nächsten. Komm, mach fertig, nimm ein.
ist im Gange, Kommandant. Wir werden sie zertrümmern. Ein Bein nach dem anderen. Rekrutierungszitadelle fertig. Sehr schön. Eure Einheit ist bald fertig. Wir haben keine Rekruten mehr, Kommandant. Ah, da kommen deine Truppen schon langsam und das sind jede Menge Truppen. Auf zu unentdeckten Ländern. Nimm das mal ein. Wir müssen nämlich so viele Rekruten wie möglich rausholen. Wird im Nu fertiggestellt. Ich vertraue euch voll und ganz, Sir. Wir werden sie zertrümmern. Ein Bein nach dem anderen. Eure Einheit ist bald fertig. Sehr schön. Da kommt das schon. Nein! Ich vertraue euch voll und ganz, Sir. Lassen wir den Totentanz beginnen. Kampfläufer erwartet eure Anweisungen. Mein Drache ist noch nicht fertig. Ich brauch den. Die Geschwindigkeit der Götter. Ansonsten habe ich echt keine Chance gegen die. Aber der Drache ist genau jetzt fertig. Sehr schön. Komm, sprengen die weg. Komm. Greift die an. 50-50 von den Armeen. Ich glaube, die sprengen sich gerade in die Luft, meine Läufer. Sehr schön. Oder auch nicht. Ist halt Ansichtssache, was schön ist und was nicht. Ah, da ist die Feuersäule. Ah, geiles Ding. So, jetzt müssen wir mal anfangen hier mit den richtigen Produktionsstätten. Bau ist im Gange, Kommandant. Bau läuft, Kommandant. Na? Oh, mein Bomber-Zeppelin ist kaputt gegangen. Um deinen Feind zu erkennen, musst du ihn töten. So, ich bin auf jeden Fall jetzt im Vorteil. Bam! Ah, easy way. Fertig. Nicht zu verfehlen. Bazooka geladen und entsichert. Unser Ruhm eilt uns voraus. Ab durch die Wolken. Boah, was für eine Range die haben fürs Angreifen, ne? Laufender Bierkrug meldet sich zum Dienst. Eure Einheit ist bald fertig. Eure Einheit ist bald fertig. So, den einen haben wir einfach eingenommen. Bam, bam, bam. Unterwegs, Kommandant. Sind wir schon da? So, nehmen wir ihn mal eben ein. Eure Einheit ist gleich einsatzbereit, Kommandant. Das Lustige ist, wie ich manchmal mit Hotkeys arbeite und dann arbeite ich wieder überhaupt nicht mit den Hotkeys. Einsatzbereit, Kommandant. Einheit wird produziert, Kommandant. Was ist das denn nochmal? Achso, das ist die Druckwelle. Ich habe, glaube ich, schon mal nachgeguckt gehabt. Äußerst nützlich sein. Wo findet das Übungsschießen statt? Sehr schön. Ich vertraue euch voll und ganz. So, was können wir noch produzieren? Hexer. Produzieren wir mal ohne Ende. Eure Einheit ist gleich einsatzbereit, Kommandant. So, das sollte ja ausreichen. Einer für alle. Zum Wohle der Medizin. Das mit den Insekten verbannen klappt irgendwie nicht so gut. So, nehmt mal die Gebäude hier ein.
Jetzt machen wir das mal mit den Feuerbällen. Ah, scheiße, ich bin gestorben. Ich glaube, die Feuersäule macht auch gerade ein bisschen Schaden an meine eigenen Einheiten. Weiß ich nicht, ich glaube, es macht nämlich Schaden auf alle Einheiten. Was mich gerade mal ein bisschen wundert, ich habe ein bisschen wenig Schamanen, oder? Na komm. Genau, lasst mal Feuer regnen. Da ist übrigens, wenn ich hier dieses Bombardement mache von dem Hexer, da sehen wir die kleine Wolke dafür. Und Schwefel! Da ist noch wichtig, das dazu zu sagen. So, das war's schon mal hier oben. Den kurz nur die ganzen Sachen einnehmen. Ich muss echt sagen, die Hexer sind eigentlich sehr heftig. Für eine leichte Einheit. Was die für eine Schussreichweite haben. Ist schon beachtlich. So, an sich haben wir schon gewonnen. Wir ziehen nur noch eben in die letzte Basis rein. Obwohl, ich glaube, das kann ich auch alleine erledigen, oder? Ich kann die Explosion nur gegen ihn einsetzen. Nicht angreifen. Obwohl, jetzt kann ich sehen, ob das... Ah, hat schon aufgehört. Na, wo bleibt denn der ganze Rest? Traut euch was, greift an. So, Feuerregen, Feuerregen, Feuerregen und gut ist, Sieg für alle, nur für mich, es reicht. Aber der Feuerregen, wenn der im Multiplayer genauso ist, würde ich nur auf Hexer gehen, ohne Scheiß. Das ist total imbalanced, würde ich sagen. Vor allem gegen Bodeneinheiten. So, Verluste. Ich habe leider auch viel verloren. Aber passt schon. Jetzt haben wir die zweite Schlacht in der Seite, aber da gewinnen wir ja auf jeden Fall. Machen wir nur bereit. Bam. Kaputt. Und eingenommen. Haha. Königin gerettet, Leben des Vaters. Telos Geliebte, sie will doch nur das Königreich erben. Hä? Macht gar keinen Sinn. Ach, die Untoten mögen mich so wenig. Drache soll im Kampf Rüstung tragen. Flugexperte, Gefahrenflug. Kaiser mit Erfolgsserie. Oh, was gibt's Neues? Um Himmels Willen, Kommandant. Clodella, unsere führende Künstlerin, stellt sich als lesbische Sünderin heraus. Diese Verfehlung ist unverzeihlich. Die Götter werden es nicht dulden. Ihre gesamten Werke werden zu Boden gerissen und in den Dreck getrampelt. Die Sieben mögen unsere Bewunderung vergeben. Ja, wir sind ja gegen Homosexualität bei mir im Königreich. Die Untoten sind mal wieder wegen nichts in Aufruhr, Kommandant. Jetzt reißen sie systematisch die Statuen ihrer größten Künstlerin nieder, weil sie posthum ihre Homosexualität bekannt gegeben hat. Wir werden nie erfahren, was sie dazu bewogen hat, aber die Folgen sind tragisch. Jorik soll seine Sippe beruhigen. Die zivilisierte Gesellschaft darf diese Barbarei nicht dulden, auch wenn die Götter es tun. So, erstmal gucken, was in der Bar los ist. Es war zwar nur ein Gift. Da ist nix. Triumph. Da ist nix. Welch ein... Da ist auch nix. Dann erinnert hat sie was zu euch, sagen. Erinnert ihr euch, dass ich neulich den Künstler Della Gecko erwähnte? Brillant? Schwul? Ich hab noch ein Beispiel.
Die untote Künstlerin Clodella, die leider vor kurzem an einer seltsamen Krankheit starb, die die Untoten manchmal heimsucht. Sie war eine hervorragende Künstlerin, verehrt von allen Untoten. Aber seitdem sie in ihrem letzten Willen enthüllte, dass sie eine lange körperliche Beziehung zu einer Frau hatte, die stets für ihre Schwester gehalten wurde, zerstört dieser Abschaum systematisch ihre Werke. Der Witz ist einfach, es sind Skelette. Sie haben keine genitalischen Merkmale. Da gibt's keinen Penis und Vagina. Egal ob Bronze- oder Marmorarbeiten. Sie alle enden unter den Hämmern dieser Heuchler. Aber ihr könnt etwas dagegen tun, Kommandant. Beendet diesen Wahnsinn. Und wenn ihr es nicht tut, übertragt es mir und ich werde diese Vandalen erledigen. Nein. Wie bitte? Wie kann man eine diplomatische Affäre mit der totalen Vernichtung des Lebenswerks eines Künstlers vergleichen? Verdammt nochmal, ihr habt wohl den Verstand verloren. Ja, aber das ist das einzige Richtige, was ich machen kann. Die Untoten sind mir schon schlecht genug gesinnt, gesonnen und ich muss nachher noch im Norden kämpfen. So, holen wir uns mal auch den Bomberballon. Schwebende Minen. Benutzt doch kein Mensch. Ah, Impjäger, damit die auch Bodenziele angreifen können. Das holen wir auch mal mit. So, dann kommen wir auch schon wieder auf die Karte. Und können mal schauen, wie wir denn jetzt vorgehen. So, weg. Ah, ich kann wirklich alle einfach rüberziehen. Ach, ihn kann ich nicht rüberziehen. Ich müsste... Mit denen muss ich übers Wasser kommen, wenn... 10% Siegwahrscheinlichkeit. Dann ziehen wir mal lieber alle rüber. Dann lassen wir uns da noch eine Runde Zeit. Werden aber eben schnell noch Na, wo ist es? Ein paar Donnerrohre besorgen. Kampfläufer kann darüber, dann ziehen wir ihn dahin. So. Dann können wir hier auch noch die ganzen Truppen mitnehmen. Okay, das ist sehr teuer, macht nichts. So, dann können wir die nämlich erstmal hier hinziehen und nachher können wir die übers Meer dann direkt in die City ziehen. Ich glaube, die waren alle... Ne, einer war nicht ganz voll. Jetzt ist der voll. So, hier oben müssen wir erstmal nichts bauen. Obwohl, wir haben hier zwei grüne Transporter, ey. Ziehen wir die mal hier rein und halten die auf. Und ich glaube, das wäre es dann erstmal für die Runde. So, gucken, was passiert. Aber es greift mich schon wieder an. Aber hier wird jetzt wohl die Siegwahrscheinlichkeit hoch sein. 73%. Da werde ich nicht kämpfen. Ist unwahrscheinlich, da was zu machen, oder? Naja, erstmal haben wir ja hier zu die Schlacht zu schlagen. Dann können wir aber einfach die automatische Berechnung der Armee machen. Boah, was ist denn heute los?
So, fertig. Schließen. So, und hier... Wir haben da Donnerrohre als Gegner. Wir haben auch eigene Donnerrohre. Bringt an der Stelle nichts. Bringt mir auch nichts. Bringt mir nichts. Bringt mir so nichts. Wird auch nicht mit allen gerechnet. Ah, er hat eine Karte. Nutzt er. Ach komm, Scarlett schafft das schon. Komm, mach die einfach platt. Ich hätte die Verluste bestimmt reduzieren können, wenn ich selbst gespielt hätte. Aber ich muss jetzt gerade sagen, ich bin da lieber, wenn auf die Hauptstadt, wenn wir denn da nicht total den überrennen werden. Na? Nächster Zug. Ach so, das war's schon. Hä? Warum habe ich ihn jetzt verloren? Das ergibt aber keinen Sinn. Meine Truppen waren doch noch da. Oh nee, und ich habe nicht gespeichert vernünftig zu einer vernünftigen Zeit. So eine Kacke. Einheit, Kommandant. Das ist unsere Errungenschaft. Wir dachten, sie werde von Clodellas Werk verkörpert, aber wir lagen falsch. Ihre Sünde war verborgen. Bis ihr schlechtes Gewissen siegte und sie dazu brachte, der Welt die Sünde zu offenbaren. Auch ich habe einige ihrer Werke zertrümmert und mit jedem Hammerschlag spürte ich, wie sich die Großherzigkeit der Sieben in mir ausbreitete. Reinheit, Kommandant, Reinheit ist sündenlos. Bis heute hatte ich euch für mehr als einen gemeinen Vandalen gehalten. Aber da lag ich wohl falsch. Dass ihr die Zerstörung von Clodellas Werken durch die Untoten zugelassen habt, war ein unfassbares Verbrechen. Heute habt ihr sie zufriedengestellt, aber das kann sich morgen schon ändern. Wisset, die Sieben finden immer etwas, an dem sie etwas aussetzen. Ja, und ich habe was am Spiel ausgesetzt, dass ich mit 71% Wahrscheinlichkeit verliere. So. Die Untoten sind jetzt ein bisschen besser auf mich zu sprechen. Und hatte ich den Bomberballon nicht geholt letzte Runde? Ich habe irgendwie auch meine ganze Forschung zurückbekommen. Habe ich nochmal nachgeladen? Kann ich mich nicht mehr dran erinnern. So, bessere Munition, Bomberballon. Naja. So, den nehmen wir auch mit. Kommen wir eben in die Bar. Alles weg. Alles kaputt. Nur meine Erinnerung. Clodella und ihre Werke sind eins. Tot, verschwunden, vergessen. Warum, Kommandant? Weswegen? Weil sie eine Frau geliebt hat und keinen Mann. Um eine diplomatische Affäre zu verhindern. Für nutzlose Götter und ihre nutzlosen Diener. Eine nutzlose Schande. Anscheinend. Kommandant, ihr seid euch bewusst, dass es die Bestimmung der Imps ist, die größte Explosion aller Zeiten auszulösen. Eine, die unsere Welt neu formen kann. Und wir kommen ihrer Realisierung immer näher. Unsere Wissenschaftler haben den Standort eines Elements ausgemacht, das vermutlich metallisch ist und eine derartige Entflammbarkeit aufweist, dass sie dachten, sie würden träumen. Wir möchten es abbauen, aber es gibt ein Problem. Es kommt nur unter einigen verfallenen Gräbern der Elfen vor. Oberon macht Theater, aber ihr genehmigt den Abbau, oder? Lass uns mal kurz gucken. Imps sind super freundlich zu mir.
Anstatt für oder gegen die Entweihung Oberons Vorfahren zu argumentieren, möchte ich euch bitten, darüber nachzudenken, ob die Zündung der größten und schlimmsten Explosion aller Zeiten wirklich eine so gute Idee ist. Wahrscheinlich. Ich denke nämlich nicht. Ich könnte dort, wo momentan tausende Imps in Gräbern verrotten, Hektar über Hektar an goldener Gerste anbauen. Aber ich fordere nicht von Trinculos Sippe, dass sie ihre Vorväter ausgräbt, damit wir goldenes Bier brauen können. Zumindest noch nicht. Ein paar eingefallene Gräber? Es geht hier um die Felder von Immergrün, einem der ältesten, heiligsten und schönsten Elfenfriedhöfe. Ihr dürft Trinculo und seinen Kumpanen nicht erlauben, diesen heiligen Ort zu entweihen. Er betet. Sterbliche Überreste zu verärgern ist eine schwere Gräueltat, Kommandant, denn vielleicht werden sie noch von den Sieben gesegnet und in die Ewigkeit des Knochens wiedergeboren. Kein Imp darf in das mögliche Schicksal anderer Wesen eingreifen. Gut, da Untot dagegen ist, werde ich mich auch dagegen sein. Aber unsere Bestimmung, die Explosion, das war's. Warum müsst ihr so ein Spielverderber sein, Kommandant? Wer schert sich um immergrüne Felder, wenn man lautere Feuerwerke haben kann? Ich, weil die Untoten so mir besser gesonnen werden wieder. Ich brauche die nämlich auch noch, leider. Denn immerhin sind sie untot. So, planen wir mal den nächsten Zug. Jetzt müssen wir natürlich hier ein bisschen... Ist jetzt blöd gekommen. So, Siegwahrscheinlichkeit 100%. Schieben wir auch die Donnerrohre rüber. So, wir haben recht viel Geld. Müssen wir mal eben gucken, was haben wir hier in Zeppelin? Da unten haben wir noch 3 Transportschiffe. Da werde ich aber von ihm aufgehalten. Oder? Gucken wir mal, ob das funktioniert. Ich werde bestimmt hier mittendrin aufgehalten. Ich komme da nicht durch. Machen wir das schon mal. So, jetzt habe ich schon mal Rundenende gedrückt. Ach, verdammt. Sehr schön auch einfach, dass es jetzt hier aussieht, als wenn meine... Hallo? Meine Transporte sind immer noch geladen hier. Ich habe die doch alle entladen, als ich die rübergezogen habe. Sonst hätte ich doch keine 100% Siegwahrscheinlichkeit gehabt in dem Ding. Das Spiel will mich einfach nur verarschen. Zieh dir das rein. Ohne Kack, das ist einfach nur Verarsche. Weil jetzt sind meine ganzen Truppen hier drin in den Transportern. Nichts wurde entladen, obwohl ich doch gerade entladen habe. Ey, ohne Kack. Mal gucken, wann ist der Autosave? 14.3.20. 15.31, 18.8. Ich weiß gar nicht, welcher Tag heute ist. Naja, kümmern wir uns beim nächsten Mal drum, wenn es wieder heißt... Let's Play Divinity Dragon Commander. Vielleicht habe ich es auch einfach nur vergessen, die anzuklicken, aber ich glaube, ich habe die angeklickt. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich das nicht gemacht habe. Also, bis zum nächsten Mal, Leute. Euer Doc. Ciao.